Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Gerade eben ist ein Level 30 T-Rex-Angriff Strike-Event aufgetaucht. Ich habe das Ganze mit nur gewöhnlichen Sauriern versucht. Ob ich das Ganze geschafft habe, welche Belohnung ihr bekommt und was ich euch für Tipps geben kann, alles das erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafecard-Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst. Einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ihr seht es jetzt gerade schon eingeblendet. T-Rex-Angriff. Der T-Rex auf Level 30 kehrt zurück in die Strike-Events. Endet in 22 Stunden 33 Minuten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Sprich, das Ganze ist morgen um 15 Uhr wieder vorbei und ich sage euch, macht das Event, denn das wird jeder, wenn ihr die Taktik befolgt, von euch schaffen. Es ist super easy und ich habe es, ihr seht es im Gameplay, mit gewöhnlichen Sauriern geschafft. Ihr dürft euch keine Niederlage natürlich erlauben, habt also nur einen Versuch und das ist die Eventbeschreibung. T-Rex-Angriff. In diesem Angriffsereignis musst du einen T-Rex, König der Saurier, besiegen, um deine Belohnung zu erhalten. Nutze schnelle Tiere, die mit Sprungangriffen hohen Schaden verursachen, oder Tiere, die den Schaden deines Gegners reduzieren. Das ist sicherlich auch eine Taktik, die kann man voll fahren, wenn man hohe Saurier hat. Pyritator, Velociraptor und so weiter, die den Schaden reduzieren und einfach durchhauen. Gegner hat keine Panzerung, das sollte klappen. Hier seht ihr mal ein paar Key Facts zu dem Saurier. Tyrannosaurus Rex auf Level 30 hat 30% Crit-Rate, also er wird jeden dritten Hit oder sogar mehr, wenn ihr Pech habt, hitten, als kritischen Treffer. Er hat drei verschiedene Fähigkeiten, kann Schutz und Panzerung umgehen, hat Defense Shattering Strike, Defense Shattering Impact und Defense Shattering Rampage mit je einfachem 1,5-fachen und sogar zweifachem Schaden. Ja, und wenn er da noch reinkrittet, dann sind das über 6000 Schaden, die er da euch machen kann, also so gut wie jeder Saurier One-Hit. Die beiden unteren Fähigkeiten haben jeweils eine Runde Cooldown. Und ja, ihr seht unten, Leben hat er auf 5287, bei der gewöhnlichen Angriff 2188, beim 1,5-fachen 3282 und beim starken 4376 Schaden. Alles wohlgemerkt ohne Critical Hit. Hätte der kritisch nochmal mal 1,5, sprich 50% obendrauf, dann habt ihr den Schaden und ihr seht, das könnte jetzt schwierig werden. Ich blende euch mal hier kurz ein. Das Ganze ist auch natürlich von Meta. Link in der Beschreibung. Welche Saurier ihr verwenden könnt. Und die zählen einfach mal Spinosaurus, Spinosaurus, Generation 2 und Zuchotator aus. Damit ist es auf jeden Fall schon einfach. Aber ich kann euch den Tipp geben: Nehmt einfach euren Suchomimus mit. Gebt ihm den Schaden über Zeit. Macht 0,3-fachen Schaden vom Leben. Also 30% der gegnerischen Lebenspunkte zieht das über drei Runden ab. Der stirbt in der ersten Runde. Dann nehmt ihr irgendeinen Saurier, swappt auf einen Dimorphodon, der kann Level 1 sein, genauso kann der Suchomimus auf Level 1 sein, das ist komplett egal. So, und dann verliert der Gegner schon mal bis auf, ich glaube, 600-700 Lebenspunkte sein, wenn ihr die wirklich auf Level 1 habt, sein komplettes Leben. Und dann könnt ihr easy peasy mit einem Velociraptor angreifen, der kann sehr tief vom Level sein, einen Trakorex Generation 2 einwechseln, irgendwas, was schneller ist als der T-Rex und die ausreichende Menge an Schaden macht, was aber fast jeder Saurier auf fast jedem Level schaffen sollte. Also ganz einfache Taktik, ich habe es mit nur gewöhnlichen geschafft, das kann ich euch als Tipp geben. Ja, wenn ihr höhere Saurier habt, einen Spinosaurus dabei habt, dann könnt ihr es auch mit einem Saurier solo schaffen, gar kein Problem. Schaden über Zeit, den kritischen hinterher und dann vielleicht, ja, vielleicht auch zwei Saurier. Genauso eben auch Spinosaurus und Zuchotator, 33% Schaden über Zeit. Und dann einfach den gegnerischen Schaden reduzieren im Zweifel. Sprich mit einem Velociraptor, Diplocaulus, Monolophosaurus, die eben alle Schaden reduzieren können, sodass der Gegner euch nicht platt bekommt. Sollte relativ easy sein, dieses Strike-Event. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr das natürlich alle schafft. Und ich gehe davon aus, wenn ihr das so befolgt, wie ich euch das gesagt habe, dass ihr das alle schafft. Hier seht ihr noch kurz die Belohnung eingeblendet. Das ist ein epischer Brutkasten bei mir jetzt endlich Stufe 20. Ihr seht, da sind 397 epische DNA drin, 662 seltene DNA, 7552 gewöhnliche DNA und satte 15.000 Coins. Also, das Ganze lohnt sich. Haltet euch ran. Ihr habt nur einen Tag Zeit, das zu machen. Und mit dieser Taktik kann er sogar ein Level, ich weiß nicht, wie es mit dem Freischalten ist, aber theoretisch ein Level 1-Account machen. Ja, alles kein Problem. Ihr braucht dann Velociraptor zu. Ihr braucht den
Suchomimus und ihr braucht den Dimorphodon und da könnt ihr das auf einem sehr niedrigen Level sogar schaffen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das Ganze schafft und dass ihr vor allem gute Belohnungen bekommt und ein bisschen bessere DNA vielleicht als ich. Stücki Moloch war okay. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr solche Challenges sehen wollt, mehr Guides zu den Strike-Events, wie ihr das safe schafft, dann abonniert mich auf jeden Fall. Würde mich sehr freuen, wenn wir da dieses Jahr noch ein paar Abonnenten bekommen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne mal eine Bemerkung da. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie auf jeden Fall auch in die Kommentare. Würde mich darüber sehr freuen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und es wäre cool, wenn ihr beim nächsten Video oder heute Abend im Stream einschaltet, auch hier auf YouTube. Macht's gut, bis dahin und ciao.